Jo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute ist ein wundervoller Tag, denn die RC-Woche geht weiter. Und heute habe ich für euch ein neues RC-Auto. Es ist dieses Mal nicht von Traxxas, sondern von FS Racing. Und es handelt sich um den Sharks 6S. Kostet so ungefähr 400 Euro. Ansonsten fährt auch ziemlich schnell, so um die 100 km/h. Und bevor wir ihn jetzt auspacken, lasst mal einen Daumen hoch da für den YouTube-Algorithmus und für die RC-Woche. Würde mich wirklich sehr freuen. Und jetzt packen wir ihn aus. Okay, okay, ich höre auf zu singen. Ich weiß, das ist richtig grauenhaft in euren Ohren. Ja, als allererstes haben wir hier die Anleitung, wie auch bei Traxxas, und ein paar Sticker. Ich weiß gar nicht, was ich mit den Stickern machen soll, ey. Ja, keine Ahnung, wo ich die hinkleben soll. Das Auto sieht auch so schon schön aus. Also, pfuh, echt, keine Ahnung. Dann ansonsten hier Ladegerät. Ich habe gleich das ganze Set gekauft. Und Akkus sind schon im Auto drin. Werde ich euch gleich zeigen. Hier haben wir die Fernbedienung. Ja, die fühlt sich etwas anders an. Sieht auch etwas anders aus als die von Traxxas. Also etwas ungewohnt, aber kein Problem. Hab ja Universalhände. Ich gewöhne mich an jede Fernbedienung hier. Und ansonsten haben wir hier noch das Auto. Jawoll! Boom! Oh, das war aber eine laute Landung, ey. Oh. Schöne 20 Zoll Lochfelgen. Spaß, sind nur 1 Zoll. Ansonsten auch hier sehr schöne Reifen. Das Design gefällt mir hier auch sehr, sehr gut. Sehr schöne Farben gewählt. Stützrad vorne ist vorhanden, damit er sich nicht überschlägt beim Gas geben. Federung ist auch stabil, aber ich habe so das Gefühl, der hat nicht ganz so viel Bodenfreiheit wie die beiden anderen, die ich euch schon vorgestellt habe. Also hier kann er schon ab und zu mal draufknallen, aber nicht so schlimm, ist ja alles fest da unten. Was mir hier aber wirklich sehr gut gefällt, ist, diese Dinger sind hier nochmal mit so kleinen Seilen gesichert, denn bei dem Stampede, ey, sind die mir einfach weggeflogen, die zwei Stück hier hinten, und ja toll, jetzt flackert das immer dann so rum. Also die Sicherung, das ist wirklich, muss ich hier hoch anrechnen. Werfen wir nochmal einen Blick unter die Haube. Oh, die gehen auch so leicht ab, das ist ja cool. Ah, alles noch wirklich sehr schön sauber. Schade, dass es nicht immer so bleiben wird. Also wenn man ein bisschen durch Gelände fährt, dann wird's dreckig. Ansonsten, ja, hier zwei Akkus hat er drin, sind 3500 mAh Akkus. Sind hier auf der Seite beide fixiert. Interessant, bisschen anders als bei Traxxas. Ansonsten sieht alles sehr gut aus. Okay. Pralins on pralins on pralins on pralins on pralins on pralins are sober. My run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection. Was mir hier gerade eben noch aufgefallen ist, ich wollte ihn hier gerade nehmen und der hat gar nicht so gute Griffmöglichkeiten hier an den Stoßstangen. Ich weiß gar nicht, wie ich den richtig nehmen soll. Wenn ich hier vorne greife, ja, ihr seht das, mein Finger, ja, soll ich hier so machen oder sowas? Es ist ein bisschen blöd, bei den anderen ist das besser. Ansonsten machen wir nochmal einen Größenvergleich. So ein Größenvergleich ist ja auch ziemlich interessant, aber es kommt nicht immer auf die Größe drauf an, hat mir mal jemand gesagt. Schaut's euch an, X-Max, Sharks und der Stampede, also der ist auf jeden Fall so eine Mittelgröße, ist schon ganz ordentlich, vor allem für den Preis. Ich meine, der war etwas günstiger als der kleine Stampede hier, also da kann ich mich nicht beschweren. Hier könnt ihr den Größenvergleich auch nochmal sehen, ein schöner Dreier einfach übereinander gestapelt. Der sieht so witzig aus, finde ich, ey. Nicht schlecht. Ich ziehe mir noch schnell noch Hose an und dann gehen wir raus, starten das Teil. Boah. Oh ja, die Sonne knallt, es ist verdammt heiß. Machen wir erstmal hier die Fernbedienung an. Und dann hier ist der Anknopf. Okay, super. Das Ding ist verbunden. Ansonsten, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Hier war gar kein Werkzeug dabei.
Also, wenn man hier dran schrauben wollen würde, dann bräuchte man eigenes Werkzeug. Aber bei den anderen Autos hatte ich ja alles dabei. Das ist ganz gut. Ja, merkt man schon ein bisschen am Preisunterschied, dass da gespart wird, dass da kein Werkzeug dabei gelegt wird. Und ansonsten waren auch gar keine Teile mit dabei. Bei dem Traxxas beispielsweise war nochmal ein Ritzel dabei, womit der dann schneller fahren kann. Aber naja, dafür ist er halt auch günstiger, ne? Das muss man dazu sagen. So, befestigen wir hier die Dinger. Und dann machen wir die erste Testfahrt. Ich freue mich, das könnt ihr mir glauben. 3, 2, 1. Oh, das hat geknallt. Der hat Power, ey. Alter, ich dachte, das Stützrad wird helfen und da wird nichts passieren. Aber der hat sich einfach überschlagen. Okay, weiter geht's. Okay, ich kann euch jetzt schon sagen, ich merke hier einen deutlichen Qualitätsunterschied beim Fahren. Also Lenkung, wie ihr sehen könnt, Moment, ich zeige euch das gerade mal. Die funktioniert nicht ganz so gut. Ansonsten, wenn man Gas gibt, muss man hier echt feinfühliger sein. Denn die Fernbedienung hier ist etwas gröber als die bei Traxxas, das merkt man schon. Naja, ich drehe noch ein paar Runden hier. Macht auf jeden Fall Bock. Oh. Man kommt damit echt nicht so gut um die Kurven. Aber er geht ab. Er geht richtig ab. Ich versuche jetzt mal Vollgas zu geben. Oh oh, schaut euch das mal an, da hinten ist ein Hund. Ich glaube, der wird das Auto gleich jagen. Mal gucken. Let's go, Hund versus SC-Auto. Was mir aufgefallen ist, wenn man so Vollgas gibt und dann abbremst, dann knickt er hier mit den Rädern so um. Also das soll so sein, aber es sieht einfach so ungesund aus, ne? Ansonsten tatsächlich ist der ein bisschen zu tief für meinen Geschmack. Ich zeige euch das gerade mal anhand des Bordsteins. Ich muss zugeben, ist ein hoher Bordstein, aber ja, der X-Max, der kommt ohne Probleme hoch. Der Stampede, der kommt da auch ohne Probleme hoch, obwohl der kleiner ist. Und der hier, schaut euch das an. Man kommt zwar hoch, aber der hat definitiv zu kämpfen. So, also ist ein bisschen zu tief für meinen Geschmack, ohne Witz. Das Problem ist dann halt auch, wenn er nicht so hoch ist und man fährt durchs Gelände, bleibt er schon eher stecken oder kommt halt nicht so gut durch. Ich versuche mal über diesen kleinen Berg da zu fahren. Das funktioniert noch, aber jetzt... Oh, der war schon ein bisschen stecken geblieben, muss schon zurückfahren. Also geht schon etwas schwieriger da. Das ist schade. Schade, weil eigentlich ist er ja ziemlich groß, ne? Aber eben nicht so hoch. Oh ja, schaut euch das an. Ich habe den jetzt da drauf gestellt und... Boah, ich komme da nicht mehr runter. Verdammt, ey. Bam. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich baue mir jetzt eine kleine Rampe. Ich nehme einfach das Stückchen hier. Das Stück Küche oder sowas. Dann noch ein paar Steine und dann baue ich mir eine schöne Rampe zum Springen. Schaut's euch an. Ich sag's euch, das wird knallen. Ich muss die Kamera kurz abkühlen lassen. Es ist wirklich verdammt heiß. Ich glaube, das sieht man mir auch an. Dann probieren wir zum Schluss nochmal ein Salto zu machen. Ich denke, es könnte klappen bei der Rampe. Vielleicht stelle ich ihn noch ein bisschen höher. Nochmal zwei Steine drunter gepackt. Ist paar Zentimeter höher. Ah, Salto, ich komme.
Okay, das war nichts. Ich versuch's mal mit ein bisschen mehr Speed. Rampe ist kaputt und das Auto hat den Sprung auch nicht überlebt, wie es aussieht. Schaut euch das mal an. Hier, diese Gabel ist rausgeflogen, die kann man aber wieder ganz normal einsetzen. Interessant. Okay, das war's für heute. Das Salto geschafft. Boah, ich bin so am Schwitzen. Wir sehen uns morgen wieder. Ich habe euch lieber heute. Peace.